warum es morgens nicht optimal ist, direkt kalt zu duschen. Dankeschön, dass du auch wieder mit dabei bist auf meinem Kanal. Ich bin Patrick Strohbach, Rohveganer und Limit ist der Kanal. Sehr gerne auch abonnieren und liken das Video. Das hilft auch den anderen Menschen, dass die dieses Video vorgeschlagen bekommen. Denn ich mache dieses Video, um euch zu helfen, um eure Gesundheit noch auf ein anderes Level zu bringen. Millionen von Menschen duschen fast täglich. So. Und viele Menschen haben gehört, dass das kalte Duschen viele Vorteile mit sich bringt. Das kalte Duschen bringt aber auch Nachteile mit sich, wenn man es übertreibt und vor allen Dingen auch zu bestimmten Uhrzeiten am Tag macht, wann es vielleicht nicht so optimal ist. Ich versuche dir in diesem Video nahezubringen, wann es am allerbesten ist, wenn man schon kalt duschen möchte, es tun sollte und unter welchen Umständen und vielleicht auch unter welchen Nahrungsmitteln oder wie auch immer, die man vorher gegessen hat, wann es noch effektiver ist. Zunächst müssen wir uns damit befassen, was passiert in dieser relativ unnatürlichen Situation, wenn dein Körper plötzlich eine riesige Exposition auf der gesamten Oberfläche seines Körpers quasi spürt. Dann passiert Folgendes: Die Blutgefäße werden sich zusammenziehen. Das bringt Kälte nun mal mit sich. Und da muss der Körper entgegenwirken. Und das macht der Körper, indem er freigibt, der darunterliegenden Muskulatur sich in den Blutgefäßen zu relaxieren, breit zu stellen. Wenn diese Muskulatur erschlafft, wird das Blutgefäß breiter. Wir müssen jetzt etwas in die Biochemie reingehen, damit ihr das versteht, damit ihr auch versteht, welche Kofaktoren wichtig sind, damit das gut funktionieren kann und was das verhindert, dass das passieren kann und eventuell sogar euch noch mehr schadet, als euch Gutes zuführen wolltet. Also als allererstes ist es so, die Aminosäure L-Arginin ist dafür da, damit Stickstoffmonoxid entstehen kann. Und Stickstoffmonoxid ist wichtig bei der Breitstellung, der Vasodilation, der Relaxion deiner Blutgefäße. Wo passiert das? Im Endothel. Das Endothel ist die Zellschicht, die innerste Zellschicht deiner Blutgefäße. Das nennt man das Endothel. Und darin ist ein Enzym aktiv. Dies heißt Enos. Und Enos ist ein anderer Begriff für endotheliale Stickstoffmonoxid-Synthase. Dieses Enzym kann aus dem L-Arginin das Stickstoffmonoxid herstellen, das wir brauchen, wenn uns kalt wird, beziehungsweise sehr viel Kälte auf uns einwirkt, die Blutgefäße zusammen sind, trotzdem, dass diese Blutgefäße immer noch breitgestellt werden, damit immer noch die gleiche Menge Blut trotz der Kälte zu deinen Extremitäten, deinen Organen, deinem Hirn und so weiter fließen kann, damit die körperliche Arbeit, die verrichtet wird und die Blutversorgung, Nährstoffversorgung, Sauerstoffversorgung weiter gewährleistet ist. Nochmal ganz kurz zu der Enos. Das ist ein ganz wichtiges Enzym bei uns. Es stellt nicht nur das Stickstoffmonoxid her und reguliert dadurch unseren Blutdruck und die Weitstellung der Arterien, sondern es kann unter anderem auch verhindern, dass zum Beispiel durch Blutgerinnsel, das heißt auch durch Thrombozyten, Ablagerungen in den Arterien, das heißt Blutgerinnsel, sich festsetzen und die dementsprechend auch zu Herzinfarkten führen. Aber nicht nur das, sondern sie verhindern quasi Adhäsionsproteine, das heißt Proteine, die anhaften an deine Arterienwand, um diese zu verschließen. Und noch weiter Makrophagen, das sind Fresszellen deines Immunsystems. Die fressen vor allen Dingen oxidiertes LDL. Habt ihr schon mal gehört, ja? Und wenn das vermehrt passiert, dann verschließen diese trotzdem deine Arterienwand. Normalerweise sollten sie ja das LDL nur wegfressen, damit es wieder frei wird, deine Arterienwand. Wenn das aber zu viel passiert, kommt das auch da zu Verschluss. Und auch das, auch dem quasi wirkt diese Enos entgegen dieses Enzym. Also ihr seht, wie wichtig das ist. Ebenfalls zu Abnormalitäten in der Zellteilung, vor allen Dingen hier im Arterienbereich, was ebenfalls zu Verengungen führen kann. Auch dem wirkt die Enos entgegen. Also ihr seht, es ist sehr, sehr wichtig, dass diese funktioniert. Doch wie macht das Stickstoffmonoxid? Stickstoffmonoxid ist ein Gas. Und wir sehen hier die Arterienwand und dort in der Innenseite das Endothel. Dort wird es hergestellt und dieses Stickstoffmonoxid hat eine gewisse Halbwertszeit und ist ein Gas und kann dieses Endothel verlassen. Weil es ein Gas ist, es kann diffundieren, es kann passieren und dann in die darunterliegende Muskulatur. Dort aktiviert es ein Enzym, Guanosinacetylase, das dazu führt, dass Guanosinmonophosphat gebildet wird, was dann zur Relaxion deiner Muskel wird. Vorher Guanosintriphosphat. Dann steht Pyrophosphat, wird jetzt zu weit führen. Aber das ist die
Relaxion. Also ihr seht, es ist ziemlich wichtig. So, jetzt möchte ich euch mal, jetzt kommen wir mal zum Tacheles, also zu dem Thema, warum es morgens nicht optimal ist, direkt kalt zu duschen. Als allererstes ist es so, wenn du morgens kalt duscht, dann ist es für deinen Körper erstmal extremer Stress. Wir haben gerade gesehen, es passiert Folgendes, die Weitstellung deiner Arterien, es wird viel Enos aktiviert, ja, dass das Stickstoffmonoxid gebildet wird, damit die Arterien weitgestellt werden, damit sie dagegen wirken können, gegen diese Engstellung, damit deine Organe noch weiter mit Sauerstoff versorgt werden können. Und zweitens entsteht natürlich viele Radikale bei dir im Körper, weil auf einmal plötzlich sehr viel Energie generiert werden muss. Warum muss Energie generiert werden? Nicht, weil du körperlich aktiv bist, sondern weil du Wärme benötigst. Jedes Mal, wenn du Substrat, das heißt Kohlenhydrate, Fett, Verstoff wechselst, wir haben ja Kraftwerke, ja, und Kraftwerke haben sogenannte Abwärme. Und diese Abwärme ist das, was unsere Körpertemperatur reguliert. Das steuert unter anderem die Schilddrüse, habe ich in meinem letzten Video Wim Hof genauestens erklärt. Das heißt, jedes Mal, wenn du Energie herstellst, entstehen auch in der Atmungskette Radikale. Und jetzt kommt was ganz Fatales. Wenn du das morgens tust, dann hast du meistens ein sehr niedriges antioxidatives Potenzial bei dir in der Blutbahn, weil du vorher nichts gegessen hast oder auch vorher keinen Sport gemacht hast. Das heißt, du duschst morgens und dann passiert Folgendes. Das Stickstoffmonoxid wird gebildet. Gleichzeitig entstehen aber auch sehr viele Radikale und du hast nicht sehr viele Antioxidantien bei dir, weil du vorher nichts gegessen hast morgens meistens, ja, weil man duscht ja relativ früh morgens, ja, oder relativ kurzzeitig nach dem Essen. Man sollte sich ein bisschen Zeit lassen, bis die Antioxidantien in deine Blutbahn gelangen. Und dann passiert Folgendes. Das Stickstoffmonoxid reagiert mit einem Radikal und das nennt sich Superoxidradikal. Das entsteht jedes Mal, wenn du Energie generierst, die du ja generierst, um wieder warm zu werden, ja, und die auch so bei dir im Körper einfach da sind, ja, so. Und das passiert, dass das Stickstoffmonoxid jetzt nicht mehr dafür da ist, um die Muskeln zu relaxieren, sondern es dafür da ist, mit dem Radikal, Superoxidradikal zusammen zu reagieren zu Peroxynitrit. Und Peroxynitrit hat nicht mehr die Eigenschaft, die Muskeln zu relaxieren, sondern es ist ein ganz fatales Zellgift. Das ist Punkt Nummer eins. Das heißt, wann ist es am besten, kalt zu duschen, dann, wenn man sehr viel Antioxidantien hat, die dieses Superoxidradikal wegpuffern kann. Das heißt, nach einer Mahlzeit vor allen Dingen, nach allgemeinen Mahlzeiten, ja, zwei Stunden danach, wenn man die ganzen Antioxidantien, die man über die Nahrung zugeführt hat, gerade helfen, dieses Superoxidradikal wegzupuffern, damit dein Stickstoffmonoxid dafür da sein soll und kann und muss, die Arterien weitzustellen. Okay? Das hast du morgens nicht. Wenn du kurz nachdem du gegessen hast oder ganz nüchtern kalt duscht, das hast du nicht. Das heißt, da entsteht Peroxynitrit und das schadet deinen Arterien, weil es ein Zellgift ist. Ganz wichtig. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, nach dem Sport. Es ist sehr wichtig nach dem Sport, denn dann hast du eine sehr hohe Konzentration von Antioxidantien. Antioxidantien entstehen dann, wenn sie benötigt werden vom Körper vor allen Dingen auch. Er kann sie selbst herstellen, zum Beispiel auch Superoxid-Dismutase. Das ist das perfekte Gegenstück zu dem Superoxidradikal. Das entsteht, wenn du Sport machst. Katalase entsteht, Glutathion entsteht, Alpha-Liponsäure entsteht. Diese ganzen super starken Antioxidantien werden gebildet beim Sport. Warum? Weil beim Sport wird sehr viel Energie benötigt von deinem Körper. Und bei der Energiegewinnung entstehen Radikale. Das muss dein Körper puffern, indem er eigene Körper-Antioxidantien bildet. Nach dem Sport hast du immer einen Überschuss. Einen Überschuss von Antioxidantien. Und das hilft dir, diese Superoxidradikale, die auch entstehen bei der Kälte, wegzupuffern, da du nach dem Sport einen Überschuss von Antioxidantien hast. Von daher an, die besten Methoden sind unter anderem nach dem Sport und nach dem Essen von antioxidativen Lebensmitteln quasi. Da habt ihr am wenigsten Schaden. Wir kommen noch zu einem weiteren Faktor. Jetzt habt ihr bisher schon begriffen, wann es am besten ist. Ne? Nochmal ganz zusammenfassen, nach dem Sport und nach dem Essen zwei, drei Stunden, nachdem man antioxidative Lebensmittel konsumiert hat. Morgens nüchtern oder kurz nach dem Essen oder sowas, wenn diese noch nicht angekommen sind, ist es nicht so optimal, da eben sehr viel Peroxynitrit entstehen wird. Ich möchte euch noch einen weiteren Benefit hier an die Hand geben, damit ihr noch versteht, welche Kofaktoren unter anderem noch entscheidend sein müssen, damit ihr den besten Benefit von dieser Kälteexposition genießen könnt und euch keinen Schaden zufügt. Es ist Zink und Vitamin C, ja, wir haben ja auch vor kurzem sogar liposomal auch ohne Geschmack rausgebracht für die Leute, die es nicht haben wollen. Warum ich damals Zink und Vitamin C in ein Produkt hineingepackt habe und sogar liposomal gemacht habe, hat unter anderem diesen Grund, den ich euch jetzt gleich nennen möchte. Ja, das habe ich vorhin mal im Video erwähnt, aber ich mache es jetzt nochmal. Das ist ganz, ganz wichtig. Tetrahydrobiopterin, BH4.
Das ist ein Stoff, der sehr entscheidend ist und dabei hilft, der Enos, ja, das Stickstoffmonoxid zu bilden. Wenn das nicht funktioniert, dann passiert Folgendes, kommt es zu einer Entkopplung. Und dann produziert die Enos nicht das Stickstoffmonoxid, was ja wichtig ist zur Relaxation der Muskulatur und wichtig ist, dass bestimmte Proteine nicht andocken können an einer Arterie, die verstopfen, ne, so, und den Blutdruck reguliert, sondern es produziert stattdessen Superoxidradikale. Genau das, was ja noch das übrige Stickstoffmonoxid, was ja noch da ist, um die Muskeln zu relaxieren, auch noch wegpuffert zu Peroxynitrit. Und dann passiert dieser Kreislauf und es kommt zum Kollaps des Endothels. Ja, das nennt man eine endotheliale Dysfunktion. Und das hat eben sehr, 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 wenn nicht die Hauptursache für die Todesursache Nummer 1 bei uns in Deutschland. Ja, das ist die Hauptursache für die Todesursache Nummer 1 in Deutschland. Ja, Herz-Kreislauf-Erkrankung. Ja, wenn das Endothel nicht richtig funktioniert, ja, der Blutdruck nicht richtig funktioniert, Anhaftungen passieren können in den Arterien. So, Zyklohydrolase ist ein Enzym, ja, sogenannte GTP-Zyklohydrolase. Eins, genau genommen, ist ein Enzym, welches, ganz wichtig jetzt, zinkabhängig ist. Und denn das bildet, ja, dieses Tetrahydrobiopterin. Das heißt, ihr benötigt Zink, damit dieses Tetrahydrobiopterin, also BH4, gebildet werden kann, damit die Enos überhaupt Stickstoffmonoxid bilden kann. Das heißt, achtet ausreichend auf Zink bei euch im Körper, denn das entscheidet über die Funktion eures Endothels. Das ist ganz wichtig. Und des Weiteren, das Tetrahydrobiopterin ist ja wichtig, damit, ne, eben Stickstoffmonoxid gebildet wird von der Enos anstelle von Superoxidradikalen. Und das ist ebenfalls ein Antioxidant, leider. Das heißt, wenn du ebenfalls sehr viele Radikale bei dir im Körper hast, dann kann das weggepuffert werden. Und wenn es quasi reagiert als Antioxidant, sein Elektron abgibt, dann hat es seine Funktion verloren. Das heißt, des Weiteren, Vitamin C stabilisiert BH4, Tetrahydrobiopterin, was wichtig ist, damit Stickstoffmonoxid gebildet werden kann. Das heißt, Zink und Vitamin C haben eine ganz, ganz entscheidende Rolle dabei. Ja? Das heißt, achtet ebenfalls, wenn ihr das viel betreibt, dass ihr immer genügend Vitamin C und Zink habt, damit das bestmöglich passieren kann. Achtet auf genügend Antioxidantien, die diese Radikale wegpuffern, damit Stickstoffmonoxid wirklich auch deine Muskeln relaxieren kann und du den trainierenden Effekt deiner Muskulatur quasi hast, ja? Und die Benefits genießen kannst, ja, die deine Schilddrüse stimulieren, unter anderem das Kaltduschen. Dazu habe ich ebenfalls ein Video gemacht. Denn es ist sehr, sehr wichtig, die Schilddrüse wird zwar stimuliert durch den Vorgang, mehr Wärme zu produzieren, wenn die Kofaktoren aber nicht da sind, ja, um T3 und T4 zu bilden, ja, Selen und Eisen und diese ganzen Sachen halt, ja, Vitamin A, Jod, dann kann das eben auch nicht passieren, ja. Also ihr seht, die Nährstoffversorgung ist ganz, ganz entscheidend. Von daher überlegt euch immer zweimal, bevor ihr einen Nährstoff konsumiert, der leere Kalorien beinhaltet, das heißt nur Zucker, Fett und wie auch immer halt, aber keine Dichte von Mikronährstoffen. Das möchte ich euch nochmal hier sagen, wie wichtig Vitamin C, Zink und die Schilddrüse allgemein ist bei diesem Vorgang, wenn man ihn betreiben möchte. Ich hoffe, du konntest wieder was lernen. Sehr gerne auf puracell.de vorbeischauen. Da kriegt ihr alles, was ich gerade erwähnt habe. Damit unterstützt du mich ebenfalls für meine kostenlose Arbeit. Und ich hoffe, ich kann dein Leben noch mal um 1-2 Jahre verlängern mit diesem Video. Dankeschön für deine Aufmerksamkeit. Sehr gerne ein Like da lassen und abonnieren. Und bis zum nächsten Video. Bis gleich auf puracell.de. Dankeschön für deinen Support. Ciao.